Hallo zu einer neuen Ausgabe Let's Play Theotown. Ist ja jetzt schon wieder eine Woche her, dass ich die letzte Folge gemacht habe. Ist einfach wieder ein bisschen was dazwischen gekommen. Wer auf dem Kanal war, der hat es ja schon gesehen, diese Demo-Videos. Wer sich jetzt noch wundert, warum die so viele Klicks haben, das kommt einfach daher, dass die im App Store mit drin sind. Die sollen quasi für Leute, die sich dieses Spiel kurz mal anschauen wollen, im App Store und sich dann entscheiden, will ich das Spiel, will ich es nicht. Da soll es einfach eine Entscheidungshilfe sein, deswegen ist es da mit drin und dementsprechend wird das natürlich so oft aufgerufen. Und das hat mich dann auch am Wochenende davon abgehalten, ein neues Let's Play zu machen. Deswegen jetzt erst wieder. Dafür legen wir heute erst recht wieder los, bauen hier wieder die Wohngebiete weiter aus. Dann hatte ich noch vor, das Schwimmbad endlich frei zu spielen. Ach, haben wir schon. 6000 Einwohner waren es, glaube ich, die man dafür braucht. Die haben wir letztes Mal sogar fast noch geschafft oder haben wir sie geschafft. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade während meinem Gelaber jetzt noch geklappt hat mit den 6000 Einwohnern oder ob das letztes Mal schon fertig geworden ist. Aber auf jeden Fall können wir uns jetzt das Schwimmbad leisten. Dann würde ich sagen, platzieren wir das hier gleich mal schön mittig rein, da hinten. Nee, das mittlere Gebiet will ich es nicht, da baue ich Schulen rein. Aber hier können wir es wunderbar reinbauen. So, da ist noch besser. Dann wird hier, dann haben die Leute auch hier sportliche Aktivitäten, die sie machen können. Einen Park hätten sie gerne noch. Das ist aber auch immer ein bisschen komisch hier. Die meckern zwar das über den Park, also dass sie gerne einen hätten. Auf der anderen Seite, andere meckern teilweise wieder nicht über den Park. Genau, die meckern zum Beispiel nicht über den Park. Die auch nicht. Die haben sogar Gesundheit, 99%. Das ist die geringste Zufriedenheit, 99%. Und hier wiederum haben sie 90% Park und es ist. Die sind beide auf der zweiten Stufe, also das verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Liegt es daran, dass da nebendran keine grüne Wiese dran ist, also dass quasi die Bäume sonst als Park zählen. Aber dann müssten sie hier irgendwo auch meckern, weil da habe ich ja auch keine Grünanlagen. Genau, hier oben. Meckern sie aber auch nicht. Also, das verstehe ich noch nicht ganz, das System dahinter. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich meine, solange das Spiel hier sauber läuft und unsere Stadt hier weiter schön gedeiht, stört es ja auch nicht wirklich. Wieso, weshalb, warum? Obwohl es natürlich für die Optimierung der Stadt wäre es natürlich schon interessant. So, dann gab es noch ein paar Neuerungen. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht angesprochen. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal auch noch eine andere Version. Jetzt habe ich nämlich die Version Punkt 5.2, glaube ich. Davor war das noch irgendwas mit einer 4. Und jetzt gibt es auch ein neues Kraftwerk hier. 30 Kilowattstunden. Wesentlich mehr noch als das Kohlekraftwerk. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Das 15-fache. Die Kosten sind aber nicht mal ansatzweise das 10-fache. Da wird dann der Strom doch ein bisschen arg günstig, finde ich jetzt. Unser Kohlekraftwerk wird ja nicht mal richtig genutzt. Also ich frage mich auch, wie man so ein Atomkraftwerk richtig ausnutzen soll. Ein Atomkraftwerk und die ganze Karte hier voll bauen, so geht es vielleicht, aber ansonsten. Also. Finde ich, bringt jetzt ein bisschen viel das Atomkraftwerk, macht das Spiel ein bisschen einfach. So. Brauchen wir hier oben wieder ein Schwimmbad? Nö, hier zwischendrin können wir noch eins gebrauchen. Aber da möchte ich jetzt ehrlich gesagt keine Häuser deswegen abreißen. So wichtig kann es nicht sein. Bisher haben sie auch gern in meiner Stadt gebaut, insofern.
lasse ich das jetzt einfach mal weg. Da habe ich jetzt noch keine Lust drauf. Wenn wir die Stadt hier ordentlich erweitern, dann können wir ja beim nächsten Stadtteil, den wir anlegen, gleich ein bisschen weiter vorausplanen, mehr Parks einplanen, mehr solche, wie nenne ich das, Sportanlagen. Und dann ist es einfach nur Sport. Da ein bisschen mehr einplanen. Wobei ja prinzipiell auch so ganz zufrieden sind. Also kann man eigentlich sogar so lassen, aber Verbesserungspotenzial hat es trotzdem. Vielleicht wird es ja auch mit einer neuen Version diesbezüglich ein bisschen schwieriger. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn wir jetzt schon ein bisschen da quasi vorsorgen. Das war ja wie in der alten Stadt Theotown, wo dann plötzlich nichts mehr funktioniert hat, nachdem eine neue Version kam. Gut, es waren ein paar Versionen zwischendrin und große Änderungen natürlich, aber wenn man da natürlich vorausschauender geplant hätte, dann wäre es auch nach der Umstellung noch gut gelaufen. Manche Gebäude haben kein Wasser. Natürlich, ich habe da oben. Okay, die Leitungen waren sogar schon fast so weit, wie sie sein mussten. Aber noch nicht ganz. Ich ziehe die Leitung jetzt einfach hier alle wesentlich weiter. Dann können wir gleich die nächsten Gebiete nachher einrichten, ohne dass ich da gleich wieder Wasserleitungen bauen muss. So. Dann bauen wir das Industriegebiet hier unten noch aus. Nee, das war eins daneben. Die Bushaltestellen sehe ich jetzt gerade, die muss ich dann natürlich auch wieder ergänzen, damit wir hier nach wie vor ein gutes öffentliches Verkehrsnetz haben und die Straße nicht zusammenbricht. So. Da fehlen jetzt, glaube ich, auch noch Wasserleitungen, aber das sehen wir gleich. Ich muss mal diese Straßen da deaktivieren, diese automatischen Straßen. Ich baue ja sowieso immer die Straßen davor rein, dann brauche ich diese automatischen Straßen gar nicht mehr. Die geben dann herzlich wenig Sinn. Wo haben wir denn diese Einstellung? Hier. Vereinfachtes Linienwerkzeug. Was ist das denn für eine Einstellung? Ach, das hat man jetzt auch gerade noch gesehen. Maximal herauszoomen habe ich mal aktiviert. Dann kann man noch ein bisschen weiter raus und dann sieht man gerade bei so einer größeren Karte hat man trotzdem noch einen schönen Überblick. Kann sich quasi die komplette Stadt anschauen und nicht immer nur so ein kleiner Ausschnitt. Ich meine, bei einer kleinen Stadt oder bei einer mittleren war das ja noch ausreichend, aber bei der großen Stadt kann man auch nicht weiter rauszoomen und da sieht man natürlich von der Stadt selber dann nicht mehr viel, selbst wenn man so weit rauszoomt, wie es überhaupt nur geht, mit der Standardeinstellung. So, jetzt habe ich es geschafft. Alles, was ich in neuen Zonen errichte, geht dann gleich mal ins Negative mit der Nachfrage. Zuerst die Wohngebiete, jetzt die Industriegebiete. Aber ich baue das jetzt hier trotzdem einfach kurz. Ja, es brennt, glaube ich. Ja, jetzt wollte ich das gerade hier unten fertig bauen. Ja, gut, eine Feuerwehr sollte man da unten natürlich auch mal einrichten. Aber bisher glaube ich gar keine. Ja, war ja klar. Jetzt zoomt immer so nah ran, wenn da ein Feuer ausbricht. Da sieht man dann am Ende gar nicht mehr, wo sich irgendwas befindet, wenn man viel zu nah auf der Stadt drauf hängt. Da finde ich es besser, man wird eine Stufe weiter wegbleiben, dann hat man ja aber das Feuer gut im Blick. So, schon gelöscht. Dann können wir hier noch eins weiter weg, dann können wir da gut bauen. Das Wasser natürlich, habe ich ja vorhin schon erwähnt, das fehlt natürlich noch. Jetzt ziehen wir die Wasserleitung hier gleich weiter runter. Und dann bauen wir da noch die Querstreben hier rein. Und dann haben wir mal wieder alle
Mit Wasser versorgt. Eine Feuerwehr funktioniert, glaube ich, auch ohne Wasser. Das ist natürlich lustig. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass es bisher implementiert ist, dass da keine Feuerwehrautos dann rumfahren, wenn das Wasser fehlt. So, die letzten Zonen hier noch. Das kann ich auch gleich hier drüber weiterbauen über die Straße, weil jetzt keine zusätzlichen Straßen mehr errichtet werden. So, dann haben wir die Industrie hier unten gut ausgebaut. Könnten wir das oberste Feld hier auch wieder abreißen? Da ist es natürlich am besten ausgebaut da oben. Richtig schade um die Industrie da oben. Aber was soll man machen? Der Umbau muss nun mal voranstreiten. So, da fehlt schon wieder Wasser. Wo denn dieses Mal? Da haben wir jetzt alles versorgt. Oder haben wir allgemein zu wenig Wasser? Wo habe ich denn meine Wassertürme? Die müssten irgendwo am Rand sein. Ja, da sollte ich mal einen neuen bauen. Oder vielleicht eine Wasserpumpe. Ne, lohnt sich noch nicht. Ich mache einfach mit einem ganz normalen Wasserturm weiter. So, was mir jetzt aber gerade noch aufgefallen ist, diese Windräder hier, die brauche ich doch überhaupt nicht. Ich meine, dafür habe ich extra das Kohlekraftwerk unten gebaut. Geben die überhaupt keinen Sinn mehr? Die bringen ja im Gegensatz zum Kohlekraftwerk eh herzlich wenig. Oh, naja, so wenig dann wohl auch nicht. Egal, kommt ein neues Kraftwerk nebendran, da haben wir eh noch gut Platz. Oder ja, da passt noch. Warum passt das da nicht? Ach, die Feuerwehr habe ich da noch hingebaut. Natürlich, aber das müsste trotzdem noch hinpassen. Ja, genau. Passt perfekt rein. Jo, lassen wir das mal so. Also mache ich die Pause wieder raus. Nein, nicht schnell, normal. Stromversorgung müsste jetzt wieder wunderbar gedeckt sein. Ja, genau. Haben wir sogar noch mehr Reserven als davor. Müssen wir Gewerbegebiete vielleicht mal wieder ausbauen? Nee. Oh, ja. Gut, sie sind mittlerweile gut gefüllt, die Gewerbegebiete, so viel kann man sagen. Sie verlangen noch nicht nach neuen unbedingt, aber ich denke, es wäre trotzdem mal an der Zeit, da jetzt neue zu bauen. Ich schaue mal nach dem Schulradius. Oh, eine neue Schule brauchen wir auch noch. Okay. Dann kann ich da auf jeden Fall neues Gewerbe hinbauen, so auf dieser Höhe. Gut, jetzt, wenn ich mir das bei der Schule so anschaue, mit den Schülerzahlen, dann ist das große Problem vermutlich sowieso, dass man zu wenig Schulen haben und nicht, dass der Radius zu klein ist. Insofern spielt es dann eigentlich gar keine so große Rolle, ob wir da Gewerbegebiete mit in den Radius mit reinbauen oder nicht. Die Schule kriegen wir so oder so voll, so wie das für mich jetzt aussieht. Ich baue da einfach mal eine neue dran. Ja, das ist natürlich jetzt eine schlechte Flächennutzung mit diesem 6x12er Raster. Wenn ich da solche 4x4 Gebäude reinbaue. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es anders machen soll. Die Hochschulen haben hier noch genug Kapazität. Wo sind denn hier die Hochschulen? Ah, ja, hier. Auch nicht mehr viel Platz. Dann baue ich da doch auch noch gleich eine neue. So. Krankenhaus müsste noch genug Kapazität haben. Ja, da haben wir eh schon festgestellt, da ist die Kapazität relativ groß. Da kommt es dann eher auf den Radius an, dass man den gut benutzt, dass wir das Krankenhaus auch voll bekommen. So, brauche ich da noch neue Wasserleitungen?
Nein, passt alles. Lohnt sich jetzt noch ein neues Schwimmbad da oben dran? Ja. Doch, ich würde sagen, hier bauen wir einfach noch ein Schwimmbad hin. Dann haben wir eine wunderbare Versorgung. Genau, bis auf da oben ein bisschen, aber da ergänzt sich vielleicht später noch was. Für heute sind wir nämlich auch schon wieder durch. Diesmal heute weniger auf Einwohnerzahl gegangen, sondern mehr auf Umbau. Gerade mit der Industrie, da sieht man, da wird jetzt kräftig umgebaut, da wird hier unten kräftig ergänzt. Das muss halt auch mal sein, dass man nicht nur auf den Stadtkern hier baut, sondern dass man auch die anderen Bereiche wie die Industrie und das Gewerbe mal wieder ein bisschen voranbringt. Denn ohne geht's halt nicht. Ja, das nächste Mal konzentrieren wir uns wieder ein bisschen mehr auf die Einwohner, auf die Wohngebiete. Und bis dahin sage ich dann mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.